Hallihallöchen, willkommen zu einem neuen Pfad von Paradise. Wir zerschmelzen gerade in der unendlich ewigen, ekelhaften Hitze des Sommers. Fuck this shit. I'm out, aber nicht aus diesem Part. Yeah. Ja, mit mir sind Daniel und Benja. Guten Tag. Genau. Ja, ist was unangenehm, aber ich muss sagen, es ist zum Glück schon spät Abend geworden. Von dem her ist es jetzt etwas angenehmer als über den Tag, aber hey. Hey Google, wie viel Grad ist es? In Duisburg sind es aktuell 27 Grad. Immer noch zu viel. Aber gut, starten wir mal. Oh ja. Überfall. Wir haben jetzt den ersten Jimmy anscheinend. Nee, den zweiten Jimmy. Den zweiten. Sieh den Punkt. Guck mal, was kommt. Little Jimmy? Ja. Ja. Payday, Olivia. Jimmy hat Bonnie zweimal zum Wetttrinken rausgefordert. Jimmy, sie musste es abbrechen, nachdem sie beinahe zu einer Schlägerei kam. Cool. Aber deswegen ist jetzt der zweite Hals von Jimmy. You heard the man. Jo, oh, oh. Let's go full int und oh, easy going land. Seltene Munitionstasche, Arzttasche, Kartenkoffer, Aktenkoffer. Ich hab Muni dabei. Explorierpakete. Gut, wir haben eine Ausrüstung aus hier. Ich bin da hier lang. Then, so, dann let's go to the mall. Today. These bastards have anti air defenses set up. I will turn the plane around. Comrades, use the parachutes and get out. We'll figure something out. Get out. Okay. Yes, comrade. Yes, comrade. We will do that. Juhu, Russland! Oh, das ist die Mission. Ja, meinte ich doch. So, wir sind hier in der russischen Tundra. Oh ja, ich habe jetzt nicht gestellt. Das hat gerade was von Doom, der Soundtrack. Können wir ihn nochmal neu starten? Warum? Ich hab die falsche Waffe. Das kann man schon, aber. Ohne Visier eine Waffe. Ich hab mein neues Spiel gemacht und hab die falsche Waffe für das Spiel. Achso, ja, das, wenn das nichts ausmacht. Ja. Gerne. Dann komm, dann können wir nochmal neu starten. Welcome to Russia, my friends. Ich hab schon den Glocker gehört. Ey. Ich weiß nicht, du kannst halt wirklich, wenn du auf den Kopf zielst mit einem aufgeladenen Katana-Schlag, kannst du halt one-hitten. Das weiß ich halt. Wie werden wie viel Geld? Also kommen wir jetzt in den Schritt. 12 Mille. 12 Mille, du hast dein Geld nie für irgendwas ausgegeben, oder? Ja, weiß ja nicht, wie viel du das ausgeben kannst. Das gibt's ja nicht zum Kaufen, weil alles steht gesperrt, gesperrt, gesperrt. Du kannst einiges kaufen. Waffen. Welche Waffen hier, Dings, Upgrade, wie die Waffe steht, gesperrt, 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 nicht vorhanden. Du kannst mit wie viele Kontinentalmünzen hast du? Das ist rechts von deiner Geldanzahl. 97. Ja, nicht die gesperrten Sachen, aber die Dinge, die du nicht zur Verfügung hast, und Modifikatoren, kannst du mit Kontinentalmünzen freischalten. Erklären wir dir nach dem Part, okay? Machen wir erstmal. Ja, ich muss das einfach nicht zu viel ausgeben. Ja, sagen wir so, die brauchst du halt eigentlich dafür nur nichts anderes außer. Kontinentalmünzen sind nur nützlich für diese eine Sache. Ja, und halt für kosmetische Sachen und sowas, also zum Beispiel deine Basis und sowas. Die gibt's hier nicht unendlich, oder? Du kriegst aber öfters wieder welche durch Leveling und so. Ja, wenn, guck mal, das ist jetzt für eine Logik. Das ist besser, das erklären wir dir gleich in Ruhe, okay? Modifikatoren oder keine Modifikatoren ist alles, weil sie nutzt man halt die eine Sache. Die mehr Sinn hat, also lieber das zu benutzen, statt das noch nie zu benutzen. So. Also, wir müssen jetzt hier Anti-Aircraft tacken. Ich hab jetzt hier ein bisschen mehr aus, ich bin ja der Sonne.
Ich sag ja, dann was von Doom, ne? Ich hab extra einen eigenen Song gestellt. Ah, oh, ich geh da mal hin. Ja, das muss ich mal sagen. Ja, gut. Wie viel angenehmer das ist, wenn es nicht Deathwish ist. Ja. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, den Part damals, aber es gab mal so einen Boss-Rush, das wir machen mussten, und da war das Ding halt... Ja, also wir müssen halt sagen, wir kennen diese Mission halt daher, es gibt diesen Boss-Rush-Modus, von dem wir uns erzählt haben, halt Level-Rush-Modus, und da sind halt die Level in Hose explodiert in Overkill drin, und da war das dein Overkill drin, und lasst euch sagen, das hast du nicht hingekriegt, wir sind ziemlich schnell gestorben. Ja, das war das nix, wo du dich verstecken kannst, und das ist halt hart aufs Maul bekommen, nicht mal so an. Ich hab extra den Skill, wenn ich mit seinem interagiere, dass ich weniger Schaden bekomme. Ja, deswegen, diese Mission haben wir gefühlt keine 2 Minuten gespielt, dann sind wir gestorben und mussten abbrechen. Ja, das war halt brutal, weißt du, weil hier, wo willst du dich stecken, du hast dann ständig so super Dozer, 50.000 Cloaker und so weiter und du bist einfach hart aufs Maul. Wie ihr seht, die Einheiten hier sind, weil sie in Russland sind, sehen auch ein bisschen anders aus. Das ist ein nice Detail. Das ist eine extra russische Söldner-Einheiten. Ja, das ist ein nice Detail, dass wir wirklich ja eigene Charakterdesigns haben. Das ist halt cool. Deswegen dieser Charakter Jimmy und Aiken und sowas, das ist auch von irgendeinem Film oder sowas. Aber ich hab den Titel vergessen, ich hab ihn noch nie gesehen. Also extra so ein, ich hatte Miami, aber bla bla bla, DLC und so. I don't know. Benny ist trotzdem wieder halb tot, ey. Wollte die Heilmeldung rein. Benny, komm mal her. Kotzhunde! Nein. First Aid gedroppt! Heilung. Das mach ich nicht mehr, ey. Könnt ihr mich mal decken? Ich geh in den Computer ran. Okay, hab schon. Dass du mich überhaupt versteht, wenn ich den anschrei. Muss er nicht. So muss er nicht. Gut. Auf ins Sägewehr. Drop your weapon! Drop your hands! Aua. Bulldozer. Aua. Aber ich hab die Mission gar nicht mitbekommen, warum wir jetzt eigentlich hier sind, so, das habe ich nicht ganz durchgelesen. Ja, das machst du ständig, Daniel, nicht ein bisschen gelesen dazu. Liar. Ist doch so. Ich sag nur Druckplatten, der muss nie sein. Also es geht darum, diese Ecken sind so bösewicht und eigentlich sollen wir für den Auftrag machen. Aber Jimmy hat uns das Neues geboten, weil der Ecken finden, dieser böse zu sein und in Russland das Experiment zu machen oder so, wie wir natürlich sind. Na, ich seh. Okay, das müssen wir verteidigen. Ich werf mal eine Granate. Feuer. Bulldozer. Okay, der hat's erledigt. Gut, dass wir so sind wirklich eine Rakete. Ja. Okay, dann do for you. Da unten. Ah, nice. Thanks. Schön, dass wir halt wirklich auch so eine Bombe oder Rakete verteidigen müssen, GG, Alter. Nein, die MP. Die Mucke ist mega geil hier gerade. So voll Doom-mäßig, I like that. Weißt du, wie lange wir verteidigen müssen? Nope. We don't. Kann sehen, es lädt sich hier langsam auf. Ja, gut. Guck mal, da haben wir den Herzteil angeschossen. Wir sind hier im Bereich, wo das voll ist. Ne? Und du hast ja auch die so. Bombe, wird ja immer schneller. So, von dem Geräusch noch. Halt mir mal kurz dein Bulldozer, bitte. Okay, danke. Ich komme im grünen Bereich,
nächste Schritt jetzt. Gar nicht scary. Und Licht aus. Da ist er, da ist er, Alter. Schön, dass unsere Mikros trotzdem funktionieren. Ja, ist halt aber trotzdem mit gestörtem Signal. Alter! So dieser Hurenschild! Oh Gott, da! Das war Paket, ja. Hol das ab. Ups. Ja, die hätten vielleicht noch gebrauchen können. Der war gefährlich. Ja, ich merk schon. Ah, geht runter. Na ja, stimmt, ist echt gestört. Ein bisschen. Ja, bohren, ne? Sieht sehr viel einladend aus mit diesem Omnis-Stuhl hier. Ja, ist halt so ein Labor, ne? Labor. Das kann ich nicht lesen. Komm mal her, Cobra, kannst du das lesen? Guter Witz, aber natürlich nicht. Natürlich habe ich Quidditch gelernt. Oh, das ist kein Quidditch, das ist schlimmer. Das ist Folter. Ja, stimmt, die quatschen ja auch auf Russisch. Jetzt Liebe zum... Ah, Taser! Liebe zum Taser. Ja. Das hat weh. Schnauze! Gott, wir haben... Dosa, wir. Dosa. Groß, die Großer meinst du doch, oder nicht? Oh, ich bin blind, ich sehe nichts, ich habe nichts gesehen, ich bin blind. Was mit dem Fußballspieler? Ich muss mal kurz Muni auffüllen. So. Ihr habt Muni gelegt, by the way. Wir müssen hin. Ah, mitten rein, okay. Besteht identifiziert mit der Hand des Wissenschaftlers. Okay. Ah, da liegt er, ja, okay. Ich hol mir mal kurz deine Hand. Okay. Gib mir mal deine Hand. Deine Hand, Alter. So, hab die Hand. Jetzt hab ich ihn mir mal gehört. Ja, stimmt. Aua, ich krieg grad auf die Schnauze. Oh. Ja, dann da schmust du dann das Gegenhand wieder. Ja, komm, komm mal her, Cobra, ich leg mal seine Hand auf. Okay, mach mal. Schön, dass du die Hand auf dem Tag hast. Danke. Oh, das ist ein Imperity bei uns! Oh Gott! Ihr müsst auch draufschießen, Leute, und nicht weglaufen. Ja, hast recht, aber wir sind auch ein paar Leute bei uns. Goddammit. Bei Dose reingelaufen. Warte mal, ich werf mal Feuer. Oh Gottes Willen, fick mein Leben. Aua. Nicht festhängt, böse. Wo ist Cobra? Nee, direkt in den Ab ist. Abs. Was hast du? Ich hab das Turret. Ich will das Drager mir sehen müssen. Oh gut. Ich finde uns gerne eine Situation. Das kannst du ja mal gucken. Alter, wie lange hält dieser. Okay, never mind. So. Ja, hier lang ist die Verfolgung vorbei. Ja, ich nehme mal noch meine Geisel. Genau!
Ah, hier. Es gibt hier unten Leichen so auf dem Boden. Ich hab hier, seht ihr den da zum Beispiel? Ah, okay, ich sehe, was du meinst, ja. Also wie kontrovers diese Mission ist. Hand abnehmen, Leichen scannen. Boah. What the hell? Keiner, die treffen den Filz. Ich muss mal kurz, ich muss mal nachschauen. Da ist ein Bulldozer oben. Boah. Der kommt zu dir! Boah. Ab ihn. Aua. 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 Aua, 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 aua. Nicht gut. Wir müssen das Strom wieder anmachen. Das ist ja meine Aufgabe. Alright. Ich mach. Gerne schneller. Dauert aber ein bisschen, weißt du doch. Fresse! Wuskis, ey. Wo haben wir von euch Muni? So. Oh Scheiße. Was ist los? Wir fangen gegen Joseph. Wollte gerade sagen, ich wollte gerade zur Hilfe kommen. Na ja, gut. Also wie viel Russisch hier man gerade auch hört, ey. Es hätte nur Russen da, wer hätte das erwartet? Hier kommt aber auch wieder die komplette russische Söldnerarmee, ey. Ich scanne noch weiter oder ich hab den Server. Oh, ich hab einen Glocker. Ja, der war weg. Ich weiß ja nicht, müssen wir noch mehr scannen oder nicht? Scannt noch weiter oder schnappt euch den Server. Achso, okay, gut, dann scannen wir eben mehr, Leute. Hast du noch. Hast du Healing? Ja, natürlich. Ja. Ja, danke. Herr Folio. Mein Stargun, okay. Danny, jetzt ist gerne zu plus. Ich kann es auch Dragon spielen oder Daniel. Ich kann doch hier mit Dragon bleiben, Daniel, bei mir ist ja. Ja, alright. Jesus, das hört er gar nicht mehr auf. Aua. Interessant, dass ich hier neun Dinger habe. Slapdash macht sehr viel Sinn. Aua, Alter, warum kriegst du so viel Damage? Überall da oben. Oh, 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 das Dozer nicht viel besser. Okay, ich werde so umfallen. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Danny, wir müssen verhindern, dass die da hinkommen auch. Ja, ich hab keine Muni mehr. Die sind so gefickt, Alter. Ich komm zur Suche. Ah, ich kann nicht zu dir kommen, ich hab getasert. Ah, ah. Locker. Oh Gott, ey. Alle sind dieses Chaos, muss man sagen. Ja, das ist echt heftig. Vor allem, weil die überall von überall kommen. Aua, aua, aua. Ich hab doch keine Muni. Ah, ich werde nochmal umfallen. Ich versuche zu euch zu kommen. Ah, ich bin aber nicht so schnell. Ja, mit down. Es liegt hier irgendwo eine Muni-Tasche rum, oder nicht? Ja, ich hab vorhin eine gedroppt, Bernie, deswegen. Siehst ja. Doch auf der siehst doch auch markiert, wo das ist. Ja eben, das meine ich ja, Benny. Wenn du dich beschwörst, dass du keine Muni hast, dann geh mal zu ihm. Das ist
so viel los hier, das ist nicht mehr normal. Da drin ist halt eine Todeszone, weil die da überall kommen, auch von oben und so. Das ist echt heftig. So, man kann natürlich ein bisschen intelligent positionieren, man kann sich aber mit dem hinstellen jetzt auch mal. Ja, das ist ich bin komplett. Ich bin komplett ja. Positioniert. Ja. Das okay. Ist halt so. Das Problem ist, ich stand halt hier und ich habe ihn von links und rechts getroffen worden. Hier bin ich halt gestanden. Deswegen, das ist halt so eine Positionierungssache. Nein, ich merke schon, das soll echt heftig, was da abgeht. Ja, definitiv. Ich habe auch keine Mollys mehr, sonst könnte ich den Eingang. Okay, wir haben Ruhe. So, wir haben noch mehr Leichen. Ich weiß, ihr lacht, glaube ich. Warte mal, ich hab einen. Ich hab einen. Ich hatte noch geholt. Du hast eine Geisel gesehen. Oh wow, das war eine Geisel. Oh wow. Ich hab schon einen. Die sehen halt gleich aus, weißt du? Nö, die einen haben so einen Barcode auf ihrer Uniform, die Leichen. Ah, I see. Und die Wissenschaftler haben ja nur so blauen Kittel und so Handschuhe. Aber hier, Benny, kannst du wieder zurückgehen und den Stromkasten graben? Dann wird der Strom wieder ausgemacht. Wo ist der? Da wo die Munition, da wo die Munition weg ist. Oben ist ein Dowser-Koper. Ja, also wenn ich runterkomme, ist es mir egal, ich kann fragen, dass ich nicht mehr. Also weißt du, wo der Kasten ist, Benny? Siehst du? Ja, ich bin da. Super. Ist halt echt nicht feierlich, was der abgeht, Alter. Wieso schnuschen wir, weißt du? Hier ist ein Schild bei uns. Die waren noch eine Geisel. Ah, hier ist eine Leiche. Jawohl! Wie viele Sample brauchen wir eigentlich? Wir könnten jetzt schon aufhören, die Sache ist halt. Wenn wir weitermachen, dann kriegen wir Kohle. Ah, ich sehe. Okay, der ist hier durch. Wir haben noch eine Version. Ah, ich sehe. Wow. Ah. Deswegen, Alter, ich weiß, dass diese Super Spencer oder Ben sagt immer so zum Beispiel, je mehr Buddies wir sehen, desto mehr bezahlt im Stream dann quasi, weil wir mehr Daten sammeln. Der hat Roboter-Upgrades bekommen oder sowas, kann das sein? Hä? Was hat der brutzelt, der Typ, der hier liegt. Okay. Muss mal angucken, der hat so Metall, der ist so, hat so Metalllöcher am Kopf und der britzelt. Ja, ich suche halt schon vorsorglich nach weiteren Leichen, ob wir halt alles schon haben. Dieses HPHP, oder? Weil er nicht mehr. Ja, da hat HPHP. Ja, ich glaube, wir haben alle Personen. Ich finde jetzt gerade keinen weiter. Ja, passt ja auch. Aber guck dir den mal an. Ritzelt der bei dir auch rum? Und hat so metallische Löcher am Kopf? Ich glaube, das sind echt so welche, ne, so mit Metall, ja, Metallstücke so, ne. Ah, okay, wir können. Ja, okay, seht ihr, wir können keinen Körper mehr finden, es sieht keine Leichen mehr. Ne. Let's go. Ja. Oh Gott, ist da viel los. Ja, Daniel, ich glaub dir was. Ja.
All diese First Aid Mini-Pack-Teile sind so gut. Gib Ernie auch mal einen, wenn er hier ist. Der ist nämlich hier. Da. Gib dir auch mal einen. So, Let's go. Ich weiß ja nicht, ob diese Falle endet, you know. Da bin ich so ganz sicher. Wahrscheinlich jetzt durchgehende. Wow. Holy fucking. Hier geht's hoch. Bulldozer! Ja, so ein schwarzer Bulldozer, ein spezieller Bulldozer. Okay, ist rot. Follow me. Jetzt müssen wir mal gucken, gibt's hier direkt einen Ausgang oder müssen wir drum rumlaufen? Anscheinend schon. Ja, da ist ja, war ja echt das eine Loch, was der NTR geschossen hat. Ja. Run for your lives, mate. Nein, weil ich mich schon so fest. Ich beachte dich trage etwas, ich bin nicht so schnell wie. Ja, du hast recht. Du hast recht. Na, da unten gibt's immer Muni und Co. Okay. Hier, Daniel, dich mal. Das war das erste Helfing. Kannst du nehmen. Ah, cool. Not important. Mal ein paar Wurfe weg, die wir mitnehmen. Granaten, falscher Fluss in eine andere Richtung. Falscher Fluss. Ja. Wie falscher Fluss? Wir müssen rechts rüber, da komme ich weiter, da vorne geht's weiter. Alright, if you say so. Ah, da bist du. Das Schild ist so heftig. Ja, wenn du nicht in einen Sphere von mir hast, sind Schilde echt schwierig zu frei. Dieser Rapper, den Knockbacks will, der macht Schilde, ist sehr viel einfach zu besiegen. Ich habe den richtigen Weg gefunden, hat der Sniper. Huch. Ich bin abgestürzt. Wo gehst du hin? Also, das ist okay. Alter, wie viele Sniper hier sind, holy fucking. Ich kann die Sniper auch töten, anstatt wegzulaufen, weißt du? Das macht ein bisschen mehr Sinn. Einer ist noch da hinten irgendwo, ich sehe den aber durchs Gebüsch. Ah, okay, ich habe ihn trotzdem getroffen. Wie schön ist, wenn der einfach dahin läuft und dann alleine steht. Also, ihr schafft den Rest schon ins Spiel. John Rambo, weißt du doch. Elite Squad, weißt du doch. Ich hab den Rest alleine. Aha. Bei mir steht jetzt, dass du irgendwas tragen würdest, das stimmt ja gar nicht. Doch, einen Aktenkoffer hab ich. Okay. Den hab ich hier gefunden. 1,3 Millionen. Wo kann ich den abgeben? Egal, geh einfach rein, der wird auch so abgeben. Ich wollte nur hören, was Ben sagt, deswegen. Aber hey, wir haben es geschafft. Die MP-Bombe fallen, das ist ein Hardcore-Fall, moderner kalter Krieg. Ja, so kalte Krieg war das jetzt auch nicht. Da gab es sehr viele Überschritte. Ja, wahrscheinlich haben wir auch noch alle Achievements bekommen, dass wir alle Jimmy-Aufträge geschafft haben. Ja, wir haben alle Aufträge von Jimmy. Ja. Okay. Er hatte auch nur zwei. Interessant, dass es noch Achievements gibt. Und Level 8 noch. Level 8 noch Zeug. Nice. Level 77. Nice. Skin. Okay. Guti. Nachdem wir hier die Jimmy-Saga bewältigt haben, wenn man mir kurz Zeit gibt, gucke ich kurz nach, welchen Film damit referenziert ist. Ich glaube, so lange war der Part jetzt auch nicht. Jimmy Page 2. As a cross promotion for the release of the movie Hardcore Henry. Ja, das sagt mir sogar was. Ja, sagt ihr sowas? Okay. Ja, vom Namen schon.
Ja. Aber ja, also genau, deswegen Jimmy und Akim und die ganzen anderen Sachen, Mittelboss, wahrscheinlich alles, wenn man Hardcore Henry gesehen hat, bestimmt ein zwei nette Heists. Aber wir haben das nie wirklich gecheckt, aber trotzdem, glaube ich, souverän hingekriegt. Den einen jetzt, den einen, weil, ne, weil in der letzten Mission war das ja mit dem Stealth, Zugteilen. Da haben wir die Teile der, vom EMP gesammelt, wenn ihr euch erinnern könnt. Mhm. Und haben sie dann für diesen Heist benutzt. Oh gut, dann sage ich Dankeschön. Ah, ich kann ja die Handlung erstmal geben. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part, hier bei Kontaktmusten, haben wir den Goat Simulator heißt. Oh no. Und ja, gut. Dann Santos Werkstatt. Naja, bis dann. Ja, bis dann. Ja.